Wenn die Energiewende klappen soll, müssen wir überschüssigen Strom speichern. Schließlich soll auch dann Energie da sein, wenn Sonne und Wind gerade nicht liefern. In der Lausitz entsteht dafür jetzt einer der größten Batteriespeicher Europas, genannt Big Battery. In Spremberg, mitten in der strukturschwachen Braunkohleregion, neben einem Kohlekraftwerk. Bundesumweltministerin Schulze hat das Projekt eröffnet, das zukunftsweisend sein soll, gerade für die Zeit nach der Kohle. Bettina Wagen berichtet. Die Bundesumweltministerin ist in die Lausitz gereist. Symbolträchtig wird heute der Grundstein für einen neuen Energiespeicher gelegt. Die sogenannte Big Battery soll ein wichtiger Baustein sein, den Energiewandel voranzutreiben. Die Batterie hier speichert den Strom aus dem Netz. Und das ist ganz wichtig, weil in das Netz kommen ja zunehmend mehr regenerative Energien hinein. Die liefern aber nicht kontinuierlich. Es fließt mehr Strom, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Und so funktioniert es. Übersteigt die Strommenge kurzfristig den Bedarf, wird der Speicher aufgeladen. Reicht umgekehrt die Energieerzeugung vorübergehend nicht aus, speisen die Batterien den Strom wieder ins Netz. Wir benutzen ihn zum einen zur Optimierung des Kraftwerkes, aber natürlich werden wir ihn auch in Abhängigkeit von dem Angebot an den Strommärkten optimieren. Und dazu zählen Erneuerbare, genauso wie Kernkraft oder auch Kohlekraft. Die Verstromung der Braunkohle produziert besonders viel CO2. Er kommt aus den Kraftwerken der LEAG. 25 Millionen kostet der Speicher, 4 Millionen gibt das Land Brandenburg dazu. Für Umweltschützer ist das ein Problem. Wir gehen davon aus, dass überwiegend Braunkohlenstrom in dieser Batterie gespeichert wird. Und das ist nichts, was der Steuerzahler finanzieren sollte. Hier wird praktisch mit 4 Millionen Euro Braunkohlenstrom subventioniert. Doch ohne neue Speichertechnologie wird die Energiewende wohl nicht gelingen. Das Ziel bleibt ein sauberer Strom.